Willkommen bei den Fireflies. Tut mir leid wegen... Sie wussten nicht, wer du bist. Und Ellie? Es geht ihr gut. Sie ist auch hier. Es war so ein langer Weg. Wie habt ihr es geschafft? Sie war es. Sie wollte es unbedingt. Vielleicht ist es auch Schicksal. Ich habe auf dieser Reise viele Leute verloren. Ich habe fast alles verloren. Und dann taucht ihr hier auf und wir finden euch gerade noch rechtzeitig, um sie zu retten. Ja, vielleicht ist es Schicksal. Bring mich zu ihr. Du musst dir keine Sorgen mehr machen. Wir kümmern uns. Schon gut. Ich will sie sehen, bitte. Das geht nicht. Sie wird gerade für eine Operation vorbereitet. Was denn für eine Operation? Die Ärzte sagen, dass der Cordyceps, der in ihr wächst, irgendwie mutiert ist. Deshalb ist sie immun. Wenn er entfernt wird, können sie daraus einen Impfstoff entwickeln. Einen Impfstoff. Aber er wächst auf dem Gehirn. Das stimmt. Sucht jemand anderes. Es gibt niemanden. Hör zu, du zeigst mir jetzt... Aufhören! Ich verstehe dich. Aber was immer du gerade durchzumachen glaubst, ist nichts gegen das, was ich fühle. Ich kenne sie seit der Geburt. Ich habe ihrer Mutter versprochen, für sie zu sorgen. Wie kannst du das hier zulassen? Weil es hier nicht um mich geht. Oder um sie. Es gibt hierbei keine andere Wahl. Ja, red dir diesen Scheiß nur weiter ein. Los, bring ihn hier raus. Wenn er sich wehrt, erschieß ihn. Das ist unsere einzige Chance, Joel. Steh auf. Ich sagte, steh auf. Na dann. Los. Befick dich. Ich warte nur drauf. Wo lang? Was soll der Scheiß? Geh weiter. Na los, geh weiter! Wo ist der Operationssaal? Na los, red schon. Wo? Wo? Oben den Gang runter. Er ist hier drin! Alles abziehen. Smuggler finden und erledigen.
Wo ist dieser Typ, verdammt? Was machst du als nächstes? Hä? Jemand hat's erwischt! Umgebung durchsuchen. Du kommst hier nicht raus. Das weißt du, oder? Irgendwelche Überraschung für mich, hä? Für mich, ne?
Verdammt! Ich gehe hier lang. Ihr Jungs, sucht da drüben. Und wie soll's weitergehen? Ich hab den Schmuggler entdeckt.
28. April. Marlene hatte recht. Die Infektion des Mädchens ist außergewöhnlich. Der Grund für die Immunität ist unbekannt. Bisher zeigten alle Fälle, dass die Antigentäter des Cordyceps im Serum und in der Rückenmarksflüssigkeit hoch bleiben. Blutkulturen der Patientin entwickeln unter Laborbedingungen rasant Cordyceps. Die weißen Blutzelllinien bleiben jedoch normal, sowohl prozentual als auch absolut. Es gibt keine Erhöhung des proinflammatorischen Zytokins. Ein MRT des Gehirns zeigt keinerlei Pilzbefall im limbischen System, was normalerweise mit dem Prodrom Aggression infizierter Patienten auftritt. Unser Ziel muss sein, diesen Zustand unter Laborbedingungen herzustellen. Wir stehen vor einem Meilenstein der Menschheitsgeschichte, wie der Entdeckung des Penicillins. Nach Jahren fruchtloser Forschung sind wir fast am Ziel. Haben Erfolge und schenken der menschlichen Rasse wieder Kontrolle über ihr Schicksal. Alle unsere Opfer und die vielen Männer und Frauen, die alles gaben. Es ist nicht umsonst gewesen. Es ist 17.30 Uhr am 28. April. Ich hatte ein Gespräch, eher einen Streit mit dem Chirurgen. Man kann den Parasiten offenbar nicht entfernen, ohne den Wirt zu töten. Es wäre also das Todesurteil für die Kleine. Und jetzt wollen Sie mein Einverständnis. Die Prüfungen werden immer härter und härter. Nicht wahr? Ich bin müde. Ich bin erschöpft. Es soll nur zu Ende sein. Es muss sein.
Ja, das ist es. Ich komme, Ellie. Suchen wir. Das verschafft mir etwas Zeit.
Hey, Anna. Es ist schon so lange her. Ich habe gerade in die Operation eingewilligt. Ich bezweifle, dass ich eine Wahl hatte. Mich zu fragen war eher Formalität. Du musst wissen, dass ich mein Versprechen gehalten habe. Obwohl ich sehr viel zu tun hatte, war sie mir wichtig. Ich hätte alles für sie getan und manchmal... Nur sie kann uns retten. Uns alle. Danach haben wir gesucht. Du damals auch. Ich soll den Schmuggler töten. Aber ich werde nicht den einzigen Mann hier töten, der die Schwere dieser Entscheidung begreift. Vielleicht vergibt er mir. Du fehlst mir, Anna. Deine Tochter ist bald bei dir. Was machen Sie hier? Ich gebe sie Ihnen nicht. Denken Sie an die Leben, die wir retten können. Unsere Zukunft. Kommen Sie ja nicht näher. Ich warne Sie. Nein! Sie widerliches Schwein! Harry, halt die Klappe! Komm her, Kleine. Ich hab dich. Ich hab dich. Oh, Mist. Zurück! Er trägt sie zur Pädiatrie. Mist! Der ist hier! Ich bring dich hier raus, Kleine. Ich hab dich. Na los. Verdammt, wo lang? Alles okay. Alles okay. Alles okay. Ich hab ihn im Visier. Ich sagte zurück. Du kannst sie nicht retten. Selbst wenn du sie hier rausschaffst, was dann? Wie lange, bis sie von ein paar Klicken in Stücke gerissen wird? Oder bis sie vergewaltigt und ermordet wird? Das ist nicht deine Entscheidung. Sie wollte das. Und du weißt es. Hör zu. Du kannst hier immer noch das Richtige tun, Joel. Sie wird gar nichts spüren.
sind das für Klamotten? Bleib einfach liegen. Die Betäubung wirkt noch. Was ist passiert? Wir waren bei den Fireflies. Es gibt noch viel mehr Leute wie dich, Ellie. Sie sind auch immun. Es gibt Dutzende von ihnen. Es hat aber rein gar nichts gebracht. Sie haben aufgehört, nach einem Heilmittel zu suchen. Wir fahren nach Hause. Tut mir leid. Warte! Tu das nicht! Bitte. Du würdest ihr nur folgen. Laufen. Wir müssen immer geradeaus. Okay. Eigentlich ganz schön hier, oder? Ja. Pass auf deinen Kopf auf. So. Ich hab es. Ich bin doch schon alt. Ich hab's dir noch nicht erzählt, aber Sarah und ich sind viel so gewandert. Sie war fit. Ich musste mich anstrengen. Ich glaube, ihr hättet euch nicht verstanden. Ich glaube, du hättest sie gemocht. Du hättest ihr gefallen. Ja. Oh. Schau mal da. Wir sind fast da. Es ist nicht mehr weit. Ich helfe dir. Gib mir deine Hand. Okay, na komm. Hey, warte. Damals in Boston. Als das mit dem Biss war. Da war ich nicht allein. Meine beste Freundin war da. Sie wurde auch gebissen. Wir wussten nicht weiter. Und sie hat gesagt, sitzen wir es aus. Weißt du, wir reden noch ein bisschen und sterben dann zusammen. Tja, ich warte immer noch drauf. Ellie. Ihr Name war Riley und sie musste zuerst sterben. Und dann war es Tess. Und dann Sam. Nichts davon ist deine Schuld. Nein, du verstehst das nicht. Ich hatte viele Probleme mit dem Überleben. Aber was auch passiert. Und man findet etwas, wofür es sich lohnt zu leben. Und ich weiß, dass du das jetzt nicht hören willst. Schwör's aber mir. Es...
Schwör mir, dass alles, was du über die Fireflies gesagt hast, wahr ist. Ich schwör's. Thank you.
Thank you.